Hallo und herzlich willkommen zum Grundstückler. In diesem Video starten wir die Brennholzsaison 2022-2023 und ihr seid wie immer dabei. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, wir haben das Glück, dass uns der Forst ganz regulär 9 Festmeter Roteiche zugeteilt hat. Das ist etwas weiter weg von meinem Holzlager. Von daher haben wir jetzt angefangen, das zu verarbeiten. Ich hätte gerne im Oktober bereits angefangen, das hat aber nicht geklappt. Und deswegen, ja, starten wir jetzt. Anfangs spalte ich immer mit dem Spalthammer und nachher gleich noch mit dem Alukeil in Kombination mindestens 2 Meterstücke durch. Die dienen mir dann auf dem Anhänger als Ladungssicherung, sodass wir schön auf den Anhänger aufladen und auch sicher abtransportieren können. Hier gelingt es jetzt nicht so gut, die Roteiche ist ein bisschen störrisch. Dann ist der Untergrund auch noch, naja, eher suboptimal. Ich unterlege jetzt noch einen Kunststoffkeil gegen das Wegrollen und dann kann ich dieses Meterstück auch schön in 2 Hälften spalten und auf den Anhänger aufladen. Hier kommt jetzt der gelbe Kunststoffkeil ran. Ja, und hier kommen jetzt 2 Hälften jeweils in die Ecke, also insgesamt 4 Hälften, nachher zur Ladungssicherung. Wir haben uns schon im Vorfeld abgesprochen, dass wir nur so viele Meterstücke absägen, wie wir auch aufladen und wegfahren können, weil diese beiden Polter auf der linken Seite, also hinter meinem Anhänger, direkt neben einer Landstraße liegen. Und naja, ihr wisst es ja auch, es wird im Moment noch mehr Holz gestohlen als sonst. Von daher war uns das dann zu heiß, mal eine Sägeaktion zu machen, alles auf Meter zu sägen und dann nach und nach abzutransportieren. Ja, und deswegen haben wir jetzt festgestellt, okay, der Anhänger kann noch ein bisschen was vertragen. Wir sägen nochmal ein paar Meterstücke ab
Und das haben wir jetzt begonnen. Ich habe dann festgestellt, dass noch angezeichnet werden muss. Wir machen das immer mit einem Meter und Forstfarbe und dann sprühen wir uns einfach einen Punkt drauf, also nicht großartig Farbe verwenden, aber halt sichtbar, gerade wenn es nass ist. Jo, und dann haben wir die Meter abgelenkt. Was ich nur absolut empfehlen kann, um Kräfte zu sparen, sind diese Hebehaken. Die Handschuhe bleiben trocken. Ihr seht das hier im eingeblendeten Video. Ihr habt nicht so, ich sag jetzt mal, Schmerzen in Händen und Armen. Das funktioniert wirklich super gut und ihr spart euch damit ordentlich Rückenprobleme und eben auch in den Handgelenken oder in den Fingern. Müsst nicht so greifen und ihr habt einen guten Griff, besser als mit jedem Handschuh. Also es ist wirklich eine feine Sache. Kann ich nur dringend empfehlen für diejenigen, die Meterstücke aufladen oder halt hin und her schleppen. Wie man eben auch gesehen hat, wir haben relativ viel diskutiert. Hier haben wir also nochmal angezeichnet und dann nochmal gesägt. Und zwar war die Idee so, wir hatten hinten raus nicht allzu viel Zeit. Es ist jetzt hier auch am Nachmittag, aber die Dunkelheit setzt ein, ja, so gegen 16:45 Uhr, 17 Uhr wird es dunkel. Also war der Plan, wir sägen nochmal und auf der Rückfahrt mit dem leeren Anhänger laden wir nochmal auf und dann haben wir nochmal zumindest einen zweiten Anhänger, um den mit nach Hause zu nehmen. Wir räumen jetzt alles noch in die Fahrzeuge ein, das ganze Werkzeug und Material. Dann wird das Holz noch mit zwei Spanngurten am Anhänger verzurrt. Da habe ich kein Video davon, da zeige ich euch jetzt ein Bild, wie das aussieht, wenn wir hier losfahren. So sieht das Ganze aus. Hier noch ein paar bewegte Bilder von unterwegs. Und jetzt sind wir auch schon da.
Mit der ersten Anhängerladung in der Saison 2022, 2023 sind wir jetzt hier am Holzlagerplatz angekommen. Wir laden ab und dann war es für heute. Das stimmt so natürlich nicht. Ich habe ja eingangs gesagt, dass wir nochmal gesägt haben, um auf der Rückfahrt nochmal einen Anhänger vollladen zu können. Und das machen wir natürlich auch. Aber hier vor Ort war es das. Den zweiten Anhänger laden wir an dem Abend nicht mehr ab. Ich habe das ja in einem anderen Video schon mal erwähnt. Ich nehme als Unterlage immer diese Pflanzringe aus Beton, um das Holz vom nassen Boden wegzubekommen. Dann sieht man auch nachher noch, dass ich nochmal ein Meter Stück spalte. Das dient dann als Unterlage, das heißt, diese Hälften legen wir auf die Pflanzringe und auf diese Hälften legen wir dann die Rollen als Stapel. Das sieht man dann gleich noch ein bisschen besser. Hier schaue ich noch nach einem Trocknungsriss im Holz. Das erleichtert mir das Spalten in zwei Hälften natürlich deutlich. Also hier sieht man das, ich lege so eine Hälfte auf die Pflanzringe, das dient dann wie so eine Art Balken als Untergrund und dann Zentimeterrollen weg vom Boden. Das funktioniert bei uns einwandfrei. Und an der Stelle merkt man jetzt richtig im Video, wie es dunkel wird. Ich hatte das ja auch vorher gesagt, es wird relativ früh dunkel an dem Tag, ist ja Winter. Und wir haben natürlich noch ein bisschen mehr gesehen, die Kamera braucht ein bisschen mehr Licht als unser menschliches Auge. Aber man sieht schon hier, wie es dunkel wird und das war zum Schluss wirklich schon grenzwertig. Also da war ich kurz davor, die Scheinwerfer rauszuholen, aber es ging gerade noch so im Wald, dann haben wir die Scheinwerfer benutzt, aber hier zum Abladen ging es noch. Und jetzt kommt halt die Nacht.
Nachdem der Hänger leer war, war es schon richtig dunkel. Ein bisschen Restlicht sieht man noch oben am Himmel. Und wir fahren jetzt zurück in den Wald zum Holz und laden noch einen Hänger voll. Zurück also wieder im Wald und jetzt der letzte Anhänger für den Tag heute. Schön noch mit einer Pfütze unten drunter, war mir dann aber egal. Wir wollten fertig werden und nach Hause kommen. Mit der Ladungssicherung verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen rauf da. Bis zum nächsten Mal beim Grundstückler.